Gut, so, ich gehe nochmal durch die Formelsammlung durch hier, falls da noch Fragen sind oder Wünsche sind. Ich hoffe, die haben Sie sich alle mal angeguckt und damit auch schon gearbeitet. Aber wenn nicht, sind Sie selber schuld. Denn das ist ja das, was Sie nicht mitbringen, sondern was ich Ihnen mit in die Klausur gebe, ne? Nein, das kriegen Sie von mir. Sie bringen nichts mit in die Klausur. Nein, Sie dürfen auch meißeln oder mit dem Fingernagel ritzen. Aber wie, ich kann es nicht lesen. Und Taschenrechner dürfen Sie auch mitbringen. Ja, aber ist eine Frau, da kann man die Schrift normalerweise lesen. Klappt schon. Das ist übrigens sehr, sehr angenehm, wenn Sie dann irgendwie so ein paar Jungs irgendwie hatten und konnten wir nichts lesen. Oh, endlich wieder eine Klausur von einer Frau. Kann ich. Bitte? Ich weiß das ja immer nicht, weil der Name ja nicht draufsteht. Danke, dass Sie das gefragt haben. Okay, so, hier stehen die einzelnen Größen, nicht? Was ist die Ladung, was ist die Linienladungsdichte, die Flächenladungsdichte, die Raumladungsdichte? Das wissen Sie hoffentlich alles auch aus dem Kopf, aber ich schreibe es natürlich trotzdem drauf. Verschiebungsflussdichte, Potential, das elektrische Feld aus dem Potential abgeleitet, also Grad und so weiter, Wegunabhängigkeit, die Geschichte mit dem Höllenfuß, und die Kapazität hier noch in Schlau aufgeschrieben. Das elektrische Feld im Metall. Ja, ist doch so, oder? Damit es nicht jeder versteht. Die Tangentialkomponenten und die Feldlinie, ne? Wobei, das hätte man hier auch schöner hinschreiben können. Also die Winkel der Feldlinien, die Energie des elektrischen Feldes, die einmal. Oh, da fehlt der Vektor drüber. Egal. Gerade keinen Stift da. So, mal gucken, ob ich das noch ändere. Da. Das meiste davon kennen Sie aber auch. Die Kraft durch Ener. Komisch getrennt. Und die Kraft zwischen Ladungen, die da auch her. So. Gut, dann das Strömungsfeld. Hier S oder J oben drüber geschrieben, die Stromdichte, die neu eingeführt wird. Der Strom, das über die geschlossene Hülle. Materialgesetz, die Grenzschichten, die Leistungswandlung hier, also U mal I ist es dann hier letztlich. Und dann der Widerstand. Hier auch auf schlau aufgeschrieben. So, das Magnetfeld. Fluss, Durchflutungssatz. Oh, das müsste eigentlich Summe I sein, aber egal. Ja gut, kann man auch einfach I hinschreiben. Dahinter, das passt ja auch. Kontinuität des Flusses, das Materialgesetz, Permeabilität. Jo. Das ist ein C. Dann gleich. So, die Koerzitivfeldstärke, die sich nicht mit, das heißt ja nicht Ruhezitivfeldstärke. Und die Kraft der Hochperm, das haben wir nicht gemacht, das ist jetzt trotzdem in der Formelsammlung drin. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. So, den magnetischen Kreis haben wir ganz kurz gemacht, den magnetischen Widerstand, magnetischer Widerstand aus Feld, das Ohmsche Gesetz, den Zusammenhang da, magnetischen Spannungsquellen. Jo, Näherungen. So, dann Energie, Kraft und Induktion. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger von dem, was wir wirklich brauchen, aber es bleibt nun mal eben dann doch drauf. Upsa. So die Hälfte drauf gekommen. Induziertes E-Feld. UI, hier habe ich das Vorzeichen. Das gucke ich mir nochmal genau an, wie ich das mit dem Vorzeichen denn machen möchte. Also hier steht es ohne. Das aber, muss aber mit sein. Wir hatten es ja richtig hier, ne? Gut.
So, die Selbstinduktivität hier über den magnetischen Widerstand gegeben, das hatte ich nicht hergeleitet, n mal phi durch i wäre dann hier die Aussage, wenn Sie mehrere Windungen haben. Gegeninduktivitäten, Induktivität aus dem Feld haben wir letztlich hergeleitet als phi durch i, das war es. Auch die Energie haben wir nicht mehr gemacht und die allgemeine Kraftformel auch nicht. Sorgen wir mal dafür, dass es auch nicht drankommt. So, das ist jetzt nur eine Zusammenfassung eigentlich wichtiger mathematischer Zusammenhänge. Ja, okay, ich meine, sowas merkt man sich halt nicht. Also das hat jetzt eigentlich nicht so richtig viel mit dieser Vorlesung zu tun, aber sowas merkt man sich halt nicht. Wenn man es denn mal brauchen sollte, dann guckt man das halt irgendwo nach. Das hier ist ja nur die Koordinatentransformation und das ist halt tatsächlich die Vektortransformation dafür. Die haben wir eigentlich gar nicht wirklich gemacht. Ich glaube, wir haben es mal kurz angesprochen, aber deswegen lassen Sie sich davon nicht schocken. Wir brauchen es auch nicht. Aber diese Sachen hier, die können ja mal vorkommen, dass man irgendwie von dem einen Koordinatensystem ins andere die Koordinaten ändern muss. So, und hier, hier noch so ein paar Integrale, wobei wir auch da die meisten vermieden haben. Die ersten haben wir gebraucht. Die haben wir mal verwendet, also die tauchten immer mal auf zwischendurch, aber es ist wohl relativ sicher, dass sie nicht unbedingt drankommen, aber wenn sie solche Strukturen vorfinden, dann wissen sie halt, wo sie nachgucken können. Ne? Was machen Sie eigentlich in Ihrer Formensammlung, damit wir immer da verrückt werden, oder? Ja, deswegen nehme ich ja nicht Word. LaTeX. Wenn Sie das seit 20 Jahren verwenden, geht das doch so leicht, ja. Aber Ihr Mathe-Dozent macht das, glaube ich, auch. In MATLAB geht das nicht. MATLAB ist ja kein Textprogramm. Kann sein, dass MATLAB hat wahrscheinlich eine Schnittstelle, womit Sie das Ganze als LaTeX ausgeben könnten, wenn Sie eine Formel da irgendwie haben. Ich glaube, das gibt es irgendwo. Ja, dann meint er LaTeX. Ich nehme an, er nimmt das. Das sind leichte Befehle. Also Sie, wenn Sie Integral schreiben wollen, schreiben Sie Backslash int, Backslash limits, Unterstrich, untere Grenze, Hochzeichen, obere Grenze. Zum Beispiel. Dann haben Sie ein Integral mit Grenzen drin. Und wenn Sie einen Doppel-Umlauf-Integral haben wollen, dann schreiben Sie Backslash OII, OIINT, also I2I am int. Das heißt dann, Sie haben ein Doppel-Integral und ein O heißt, Sie haben einen Kringel drumherum. Also solche Sachen muss man halt dann wissen. Aber wenn Sie bei mir eine Studienarbeit machen, dann würde ich Ihnen auch eine LaTeX-Vorlage geben, mit der Sie Ihre Studienarbeit schreiben können. Ja, der Chris. Kann ich das bestimmt fragen? Also ich habe LaTeX ein bisschen Problem mit den Graphen, die ich einfach nur, ich tue hier dann so eine Floating-Umgebung rein. Ja. Und dann, wenn ich dann in Klammer dieses H setze, ja, heißt es eigentlich genau an der Stelle einfügen, nicht irgendwo auf diesen Punkt, ja, sondern genau an der Stelle. Das funktioniert beispielsweise. Haben Sie großes H genommen? Haben Sie kleines H genommen? Haben Sie ein H-Ausrufezeichen? Ich bin noch das HT. Ja, das heißt aber H-Top. Ja, hätte. Genau, nee, aber dieses große H habe ich genommen. Das ist eigentlich richtig. Ja, wenn es da an die Stelle einfach nicht passt, dann schiebt das woanders hin. Ja, das ist mir schon bewusst. Ja. Aber er schiebt es meistens irgendwo ganz ans Ende oder sonst irgendwo hin. Dann ist die eventuell zu groß, die Grafik. Dass er einfach überhaupt keinen Platz dafür findet. Also, das ist tatsächlich ein nicht triviales Problem. Eventuell müssen Sie den Freiraum für Tech, wie er Grafiken schreiben darf, vergrößern. Da gibt es ein paar Parameter, die Sie am Anfang einsetzen müssen, die nicht so ganz optimal, also nach meinem Geschmack nicht so ganz so schön sind, wie man sich die gerne hätte. Und ich habe die einmal vor 30 Jahren, hat mir ein Kumpel so ein fertiges File gegeben und das benutze ich immer noch. Und das funktioniert wunderbar. Also wenn Sie da wirklich das Problem haben, dann kommen Sie mal vorbei, dann müssen wir uns das mal kurz angucken zusammen, so aus dem Kopf. Also eigentlich ist es das große H in eckigen Klammern. Oder, aber dann haben Sie natürlich keine Caption und können nicht vernünftig referenzieren. Sie machen gar keine Float-Umgebung. Dann ist es definitiv da. Ja, aber Bilder sollten ja eigentlich Unterschriften. Ja, und vor allen Dingen auch referenziert werden und dann hätten Sie das Problem, dass das nicht geht. Was? Haben Sie was nicht gemacht?
Also, ich meine, beim Reflexionsbericht ist das vielleicht gar nicht so tragisch, weil der nicht so intensiv gelesen wird. Wenn Sie das in der Bachelorarbeit oder sowas machen, natürlich ein Bild wird auch immer im Text referenziert. Das steht dann immer wie in Abbildung 5.37 gezeigt oder irgendwie sowas. Und man klatscht auch nicht hinter einfach so eine Dokumentensammlung oder am besten ist es ja meist noch eine Linksammlung. Ich nenne das dann Literaturverzeichnis und packe dann da irgendwie 20 Links rein, die nirgendwo herangezogen werden, sondern es wird tatsächlich auch nur das in das Literaturverzeichnis aufgenommen, was auch wirklich im Text verwendet wurde. Und dann steht im Text irgendwo wie in eckige Klammer 37, eckige Klammer gezeigt. Und dann ist 37 die Textstelle oder die Literaturstelle, die Sie da heranziehen. Ne? Und da muss es eine 1-zu-1-Beziehung geben. Und wenn Sie das in LaTeX machen, dann haben Sie da gar keinen Stress mit, weil da legen Sie sich eine Datenbank an, wo alle drinstehen, die Sie verwendet haben. Datenbank ist ein großes Wort für Textfile. Und dann wird das einfach nur noch rangezogen und dann nimmt der, ich habe einen Textfile, das ist, glaube ich, datiert auf 1992, da habe ich damit angefangen, da schreibe ich einfach nur noch oben meine neuen Literaturstellen rein und was ich brauche, das zieht sich dann mein jeweiliges Textfile einfach da raus, fertig. Ist der Drops gelutscht. Die von 1990 benutze ich natürlich nie wieder, das war meine Dissertation oder sowas, aber das, was ich jetzt habe, kommt einfach oben drauf und was ich dann nochmal brauche, ist immer da. Genau dasselbe mit Abkürzungen. Es gibt bei mir genau ein Abkürzungsfile, was für jedes Dokument dran, also für jedes Skript dran gezogen wird. So, das Dumme ist, dass das dann manchmal doppelt belegt ist. Das muss man sich was einfallen lassen, wie man das hinkriegt. Also es gibt eben einfach dann, also die Informatiker verstehen eben unter, ich weiß auch gerade nicht was, unter, nehmen wir mal IP, ne? Für die einen ist es Internetprotokoll, für die nächsten ist es Intellectual Property. So. Also sehen Sie das Problem. Ne? Aber das müssen Sie halt irgendwie anders auseinanderklamüsern, geht schon. Und so viele Fälle sind das nicht, aber das ist eben auch so ein Ding. Ne? Und ich habe eine Datei, in der alle meine Definitionen drin sind und fertig. Das zieht alles ran. Wobei ich für Klausuren immer noch einzelne Sachen mache. Zum Beispiel, das ist einfacher dann. So. Also das Coolste ist, meine ganzen Präsentationen mache ich auch damit. Und das, was in PowerPoint hier kundenspezifische Präsentation oder sowas heißt, wo Sie dann irgendwie für irgendwie einen Kunden dies und das und jenes ranziehen können, da habe ich mir ein kleines Makro definiert. Da muss ich nur noch die Slides, die ich brauche, denen gebe ich noch so ein Attribut mit, meinetwegen Vorlesung oder meinetwegen GDE3 oder sowas. Und dann kompiliere ich das einmal mit dem Parameter GDE3 und zack, dann habe ich eben die, also alle... habe ich mal eben meine Zusammenstellung von Slides, wie ich sie für GDE3 brauche. Und wenn ich sie etwas anders brauche, auch mit einem anderen Tiefgang oder sowas, dann stelle ich sie etwas anders zusammen mit einem anderen Parameter und gut ist. Die Lösung und nicht Lösung und also hier Aufgabendinger, ne? Da gibt es einen Parameter, /lsg bei mir, also selber geschrieben, aber und der, wenn ich den auf 0 setze, gibt es nur die Aufgaben und wenn ich den auf 1 setze, gibt es die Aufgaben mit Musterlösung. Fertig, das war's. Sie nur unterschiedlich ausführen. Das Coolste ist, wenn Sie tatsächlich Lua mit einbinden. Es gibt eine Tech-Engine, mit der auch noch so eine Interpretersprache mit drin, mit on board hat. Der kann bei mir mittlerweile Gleichungen lösen. Und Transformatoren kennt er sowieso. Jetzt können Sie sich mal überlegen, wofür das gut ist. Also ich brauche nicht mehr von Hand oder so irgendwelche Netzwerke für Klausuren oder Übungsaufgaben oder sowas zu rechnen und das dann einzutippen, sondern ich sage nur noch, ich habe das und das Netzwerk, daraus kommt dann die und die Matrix, das muss ich schon noch von Hand aufstellen und alles andere macht Tech selber. Ja. Gut, aber das ist jetzt auch ein spezieller Anwendungsfall, das brauchen Sie für Firmenpräsentationen oder sowas wahrscheinlich nie. Hä? Ja, demnächst setzen Sie sich vor den Rechner und sagen, Computer, make Klausur. Ne? Ah, das wollen wir aber auch nicht. Okay, so. Ich möchte noch mindestens eine Aufgabe mir angucken. Ich weiß nicht, wollen wir durch die Aufgaben nochmal durchgehen? Alle? Ja, ich gucke mit... Ich gucke eine noch mal kurz an, aber nur, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu rechnen.
Das war die, die ich letztes Mal so irrtümlich vorgelegt hatte. Das ist dieses Wagenrad hier. Also ich habe es Wagenrad genannt. Also das ist ein Drahtgebilde, auch schön verbunden. Und da ist ein Magnetfeld, das hier da reingeht. Sie gucken so sparsam, hätte ich fast gesagt. Und das Rad bleibt so, also es dreht sich nicht, haben wir Glück gehabt. Das wäre mal cool, lassen das Rad sich drehen. Oh, das macht ja keinen Sinn. Ja, weil die. So, und wir haben da eine magnetische Flussdichte, die sich ändert, und zwar kosinusförmig, also nach einem B-Dach mal Kosinus Omega T. So, und jetzt sind die Ströme zu bestimmen, die da dann fließen sollen. So, der Ansatz ist der übliche. Das möchte ich noch kurz zeigen, dass wir hier nochmal einmal was mit Induktion und so gemacht haben, wo wir kurz drüber nachgedacht haben. So, wir haben hier B gleich B Dach mal Cosinus Omega T. Und gesucht sind alle Ströme, also zumindest die, die hier eingezeichnet sind, die Ströme. Jo, was haben wir? Wir haben die UI gleich minus d phi nach dt. So, und die erzeugen natürlich irgendwelche Ströme hier. Zusätzlich war noch angegeben, das müsste natürlich auch hier stehen, die Drähte eine Leitfähigkeit Kappa und eine Querschnittsfläche AD für Fläche des Drahtes haben. So. Ja. Gucken wir uns mal so ein Viertel an hier, den da. So, wenn wir da jetzt einen, nehmen wir mal die Situation, meinetwegen nur, dass sich das, der magnetische Fluss oder die Flussdichte da gerade erhöht, dass wir auf der steigenden Flanke des Sinus oder Cosinus, ist ja egal, sind. Ne? So, dann wird er stärker, stärker, stärker dadurch. Das heißt, wir betrachten hier diesen Strom. Dieser Strom wird so gerichtet sein, dass er ein Magnetfeld erzeugt, das in die Richtung geht, also aus der Tafelebene heraus, weil es ja stärker in die Ebene hinein wird. Und er versucht natürlich, dieser Strom, das Magnetfeld, die Änderung des Magnetfeldes zu unterbinden. Das heißt also, die Feldlinien, die er erzeugt, müssten rausgehen. So, um das hinzukriegen, muss der Strom gerade in die andere Richtung fließen, ne? Als hier gezeigt, also negativ sein. Ja? Okay, der fließt dann also so, das können wir sicherlich übertragen auf, dann wäre dieser Strom der richtige, ne? Der Strom würde gerade Strom so rum machen. Und der Strom, der ist jetzt auch ganz wichtig, würde nach oben fließen. Haben wir jetzt zwar nicht eingezeichnet, aber er würde hier nach oben fließen. Und der, also es würde so im Uhrzeigersinn hier durchfließen. Okay? So, gucken wir uns den nächsten Quadranten an. Das wäre der hier. Schnelle Überlegungen zeigen, dass das im Prinzip dasselbe sein muss. Der Strom nämlich so fließt. Alles andere würde erstmal wenig, also erstmal vom Gefühl her wenig Sinn machen. Das ist so die erste Aussage. Wir können es aber natürlich nochmal im Detail überprüfen. Auch das Feld wird stärker in diese Richtung. Das heißt, der Strom muss so fließen, dass das Feld in diese Richtung, also aus der Tafelebene herausgeht. Wir brauchen also einen Strom, der rechte Hand nach unten fließt, so, und dann wieder rauskommt. Und damit er hier im Kreis fließen kann, muss es also so umfließen. So, heißt erstmal sofort für diesen Strom hier, naja, das ist dieselbe Fläche wie da, das ist das magnetische Feld wie da, ist alles das Gleiche. Der Strom hier muss gerade null werden. Ne? So, das können wir durch schnelle Überlegungen der Symmetrie, bla 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 und so weiter, übertragen auf den, den und den. Das heißt also, auf den inneren, auf den Speichen des Rades fließt kein Strom. Können wir da schon mal einen Haken dran machen. Okay? So, machen wir weiter. Wenn auf den Haken des auf den Speichen des Rades kein Strom fließt, können wir es auch durchknipsen und wegschmeißen. Macht das nicht beim Wagenrad, das geht auf
dann fallen sie auf die Nase. Aber hier können sie das tun. Und wenn die weg sind, ist es Kreis. Ne? So, dann können wir das rechnen wie ein Kreis. Das war's. Also können wir das Ergebnis... Ja. Ja, the power of the right hand, ne? Lösung durch, bitteschön, Lösung durch rechte Hand, ne? Ja, wollte ich nur sagen. So, ich habe da unten die Lösung nochmal angegeben. Also da steht das Ganze hier nochmal mit ein bisschen mehr Formel drin. Den Strom hätten wir jetzt natürlich noch ausrechnen können. Also ich habe es jetzt hier gemacht, das ist jetzt hier für ein Viertel dieses Kreises hier, dieser Kreisfläche da berechnet. Und im Endeffekt kommen Sie auf diesen Ausdruck. Das sind aber Kleinigkeiten jetzt. Gut, wie gesagt, das wollte ich noch gerade machen. Das war das, wo ich das letzte Mal nämlich drüber gestolpert bin, über diese Aufgabe. Und dann gehen wir jetzt nochmal die Aufgaben durch, kurz. Und wenn da noch Fragen sind, dann können wir die auch behandeln. So. Okay, Ladung und elektrisches Feld, grafische Darstellung. Also es kann durchaus sein, dass auch mal die Frage kommt, das ist die Konstruktion, zeichnen Sie mal oder skizzieren Sie mal das elektrische Feld. Bemühen Sie sich da um, ich sag mal, Lesbarkeit, einigermaßen sauber. Ne? Also Sie können natürlich solche Feldlinien nur so aus dem Handgelenk zeichnen und die müssen nicht exakt sein, aber nur mal so drei Striche, ohne dass ein Pfeil dran ist oder sowas, reicht halt eben auch nicht. Ne? Und ob Sie es glauben oder nicht, die allermeisten verlieren einfach Punkte aufgrund genau dieser Tatsache. Nicht? Also weil man auch ein Koordinatensystem nicht vernünftig zeichnen kann, weil man nicht in der Lage ist, übrigens mitbringen, ein Geodreieck zu verwenden. Ne? Bitte? So, also dass man damit umgehen kann, das verlange ich schon. Okay, Zusammenhänge von Feldern allgemein, dieses Thema die Seifenblase. Also sprich, da hatten wir ja irgendwie so eine Kugel, also so eine Seifenblase halt, und die ist zerplatzt und das war dann plötzlich ein kleiner Tropfen. Wie hat sich das mit der Spannung geändert? Kann natürlich dran kommen. Das elektrische Feld von Punktladungen, das ist mehr so ein Zeichen, ja, das, also ist auch so ein zeichnerisches Ding, da muss man so ein bisschen was verstanden haben, wie sind denn eigentlich die Feldlinien, in welche Richtung wirken die Felder, in welche Richtung wirken die Kräfte, was hier relativ einfach ist, beim Magnetfeld ist das ja ein bisschen verwickelter. Und da muss man eben ausrechnen, in welche Richtung und wie lang ist der Vektor. So, Punkt. Solche Sachen. Ja, natürlich kommt Kapitel 1 dran. Kapitel 2, da haben wir uns, glaube ich, um Darstellung in Octave für MATLAB nicht gekümmert. Punktladung und Kraft, muss ich mal gerade nachgucken, was das eigentlich genau war. Das legen wir mal hier hin. So, also diese Zeichnung mit MATLAB können wir natürlich nicht machen. Achso, das war hier diese Kraft auf diese eine Punktladung da, die dann zwischen zwei anderen Ladungen sich befindet. Kann man natürlich ausrechnen. Ich habe das jetzt hier relativ kompliziert auch da ausgerechnet, wann ist das gerade 0 und wie stehen die, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Das war ein bisschen aufwendig. Diese beschleunigte Ladung hier hatten wir natürlich, also wie wirkt die Kraft da drauf auf das Ding. Das ist letztlich auch nichts weiter als diese Frage, die ich eben schon aufgeworfen habe. Ich also Kräfte auf Punktladungen, dass Sie das jetzt hier wirklich ausrechnen, kann man kaum verlangen, weil das nämlich dann ein langer Zusammenhang wird. Das ist aber eine sehr, sehr schöne Aufgabe. So, numerische Feldberechnung mit finite Differenzenmethode haben wir leider nicht gemacht. Das habe ich einmal ausprobiert, ich glaube sogar zweimal, weiß ich gar nicht mehr. Das ist irgendwie kläglich gescheitert an der, ich sage einfach mal, Unfähigkeit von Studenten, einen Computer richtig zu bedienen.
Da hatte ich im dritten Semester mehr erwartet, als ich geliefert gekriegt habe. Und deswegen war mir zu zäh. Und es eigentlich versteckte es auch das, was ich zeigen wollte. Das war nämlich das Problem. Man beschäftigte sich und die Studenten waren viel, viel mehr damit beschäftigt, irgendwas einzutippen und abzutippen, ohne zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht und was sie da denn so tun wollen und sich über die schönen bunten Bilder zu freuen, die dabei rauskommen und dass das alles so einfach ist. Das ist nämlich wirklich einfach. Aber das versteckte sich alles irgendwie, weil es eben vielleicht für die Studenten doch nicht so einfach war wie für mich. Ja, sowas hätte ich sehr gerne gemacht. Da kommen dann solche Matrizen bei raus, die man natürlich nicht sauber aufstellen muss. Da waren ja alles nur Nullen drin, ne? Sondern die der Computer für einen aufstellt. Ja. Okay, so. Hüllenfluss und Kapazitäten. Da kann man nahezu von ausgehen, dass irgendwas zu dem Thema drankommt. Denn das ist doch ein ganz, 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 ganz zentrales Thema hier. Der Hüllenfluss, der Kugelkondensator ist ein sehr dankbares Objekt. Wenn auch schwierig zu bauen. Okay, dann haben wir noch ein paar Spielarten des Plattenkondensators gemacht, ein wegabhängiges Material reingetan. Dann haben wir das gerechnet. Die haben wir, glaube ich, gar nicht gemacht, die Aufgabe. Ne? Oder, ja, doch, kann doch sein. Und der Kondensator läuft leer. Das war das, wo sie Öl im Kondensator hatten und der läuft dann irgendwann raus und irgendwann macht Batsch. Die haben wir definitiv gemacht, ja. So, läuft aber alles auf den Plattenkondensator oder auf einfache Kondensatoren hinaus. Die Kraft- und Energieaufgaben haben wir, glaube ich, beide nicht gemacht. Oder doch die eine. Verschiedene Gleichungen für Kraft und Energie, das war aber nur eine Interpretation eigentlich einer Gleichung. Warum ist es mal positiv, mal negativ mit der Ableitung nach dem Weg? Den Zylinderkondensator mit der Füllung, da wurde eine Füllung reingeschoben in den Kondensator, die haben wir nicht gerechnet. Bitte? Ja, offensichtlich nicht. Also die Aufgaben, die, ja, also von denen hier, die wir gerechnet haben. Ja, muss ich gerne mal durchgucken. Das doch. So. Aufgabe 6 gibt keine Übungsaufgaben her. Das war ja die Einführung in. Weiß ich nicht, ist es jetzt eigentlich nötig gewesen, das Kapitel 6 zu machen oder hätte man sich das sparen können? Bitte? Ja, wer fand das gut und nötig und hilfreich? Und wer fand das völlig unnötig? Traut sich keiner, okay. Ja, ist so eine Sache, weil eigentlich sollte, und das wurde mir auch bestätigt, hätte das auch da sein sollen, mit dem Mehrfachintegral mindestens, zu dem Zeitpunkt. Und hatten Sie die zu dem Zeitpunkt schon gesehen? Da pfeift was? Nee? Okay. Also ja, ich mache gerade auch. Okay, ja, gut. Ja, tun wir. Also wir sind dran. Ganz ernsthaft und auch kurzfristig. Ja, wir sind dran. Das ist auch richtig und das muss man auch tun. Und nur es ist, ich glaube, das hat eine lange Tradition und hat mit den aktuell handelnden Personen wenig zu tun. Mathematiker haben natürlich eine gewisse Vorstellung von dem, wie sie ihren Stoff durchziehen und auch eine gewisse Notwendigkeit, wie sie ihren Stoff durchziehen müssen. Und die E-Techniker haben das auch und das ist nicht immer an jeder Stelle kompatibel. Also da muss man sehr flexibel auch lernen, mit sich und mit anderen und mit den Themen umzugehen. Ich zum Beispiel, also ein ganz konkretes Beispiel, ich werde wohl in Zukunft den Statistikteil aus der Messtechnik rausschmeißen. Weil wenn Sie den dann mutmaßlich auch noch sehr viel tiefer gehen und besser in Mathematik machen, dann brauchen Sie in der Messtechnik nicht so was im Handgelenk gemacht von mir. Also meine Interpretation. Dann kriegen Sie es halt ein Semester später, aber das ist auch egal, das Semester. Also Sie kriegen es ja. Kann ich da auch andere Sachen machen, die potenziell ein bisschen
Obwohl, ich finde es eigentlich gut, aber spannender sind. Okay, so. Oberschmidts Philosophiestunde nochmal wieder. Vielleicht doch ein bisschen schneiden. So, Strömungsfeld. Da haben wir auch relativ intensiv mitgearbeitet. Das ist auch sehr dankbar eigentlich, dieses Feld da, weil man sich das auch sehr gut vorstellen kann. Es gipfelt eigentlich alles im Widerstand, irgendwie in Widerstand und Spannungsabfällen eventuell, aber dann eben auch mittelbar ist es dann auch der Widerstand, der da beteiligt ist. Jo, okay, dann hatten wir das Magnetfeld der Leiter, Definition des Amperes, den Schraubenmotor, den ich schon wieder vergessen habe. Er liegt immer noch bei mir, wenn ich zu Hause. Diesen kleinen, na egal. Die Ringspule. Hä? Die Ringspule? Die Ringspule wollten sie aber noch mitbringen. Ja. Die Messer, weißt du, wo die Spule, oder? Ach so, den Ferritkern wollte ich mitbringen. Ja, stimmt, der Ferritkern. Ich kann ja gleich. Ja, der liegt oben welche. Okay. So, Magnetfeld und Kraft um ein paar Leiter. Das haben wir gemacht. Das ist letztlich dasselbe. Nee, das ist nicht dasselbe, aber es ist ganz ähnlich zu dieser Aufgabe mit den Punktladungen, die irgendwo im Raum verteilt sind und welche Kräfte da an der Stelle wirken. Nur hier sind es eben Leiter. Damit ist es zwangsläufig zweidimensional und nicht mehr dreidimensional, wie das andere sein könnte. Klammer auf, was in der Regel aber auch zweidimensional gerechnet wurde. Auch da geht es im Wesentlichen darum, sauber die Aufgabe zu durchdenken, sauber zu zeichnen und dann eben auch zu wissen, welche Felder respektive Kräfte gehen in welche Richtungen und wie müssen die vektoriell zusammengefügt werden. Das kann man rein vektoriell machen, das habe ich, glaube ich, an dem Beispiel da mal gezeigt, dass man auch wirklich die Vektoren sich aufschreibt mit allen Richtungen und dann hat man einmal die saubere Lösung für alles. Oder man guckt sich das mutmaßlich bereichsweise an und versucht eben die Vektoren einzeln zusammenzubauen. Wir haben beides gemacht. Das Wagenrad haben wir eben gemacht, was sich relativ einfach auflöst. Der Gleichstrommotor ist sehr schön, Magnetfeld von zwei Leitern ist da relativ intensiv auseinandergenommen worden. So, Magnetfeld einiger wichtiger Anordnungen, haben wir das gemacht. Also wir haben jedenfalls Zylinderspule und Ringkernspule gerechnet. Mindestens von Frau Marineschku in dem Buch. Und das Magnetfeld im Inneren und Äußeren eines Leiters haben wir gemacht. Wir haben das QS-Koax-Kabel gemacht. Was wir nicht gemacht haben, war der Wechselstromfall. Der Wechselstrom, doch, haben wir auch gemacht, ne? Also irgendwo hatten wir das, wo ich mal gesagt habe, die Stromdichteverteilung ist eben nicht gleichförmig, alles flach, sondern zu den Rändern hin wird der Strom dichter. Ah, da haben wir den Widerstand gerechnet, aber nur. Und nicht das Magnetfeld daraus. So. Dazu noch erstmal speziellere Fragen, ja. Ich wollte jetzt mal fragen, wie es mit dem Wagenrad aussieht, weil ich glaube, letztes Mal gemeint habe, es wird nicht dran kommen oder so. Nee, letztes Mal habe ich gesagt, dass, was habe ich da genau gesagt? So habe ich es mir auf jeden Fall auch schon, was Sie genau gesagt haben. Nee, ich meine, ich hätte gesagt, das machen wir da jetzt nicht. Also ja, das kann drankommen, das Wagenrad. Weil wir haben es jetzt ja gemacht. Und wir haben ja auch die Induktion noch gemacht, wir haben nur die Induktivität, die taucht hier auch in den Aufgaben gar nicht auf und wir haben auch nur eine Induktivität wirklich gerechnet, nämlich die der Zylinderspule. Die könnte drankommen, ist eher nicht wahrscheinlich, aber es war auch nur eine kleine Aufgabe. So. Termin ist klar, ne? Ist, glaube ich, sogar schon eingetragen. Erst direkt am Montag, ja. Ich weiß auch, irgendwo im März. Bitte was? Wozu Zeit? Falls man Fragen hat, dass man mal vielleicht was. Dann schicken Sie eine E-Mail. Also, ich wollte jetzt nicht noch eine irgendwie längere Session oder so im Vorfeld machen. Weil das. Aber wenn Sie Fragen haben, da oben ist mein Büro und am besten ist es aber, Sie schicken mir kurz eine Mail, dass Sie hier und da noch eine Frage haben. Kriegen Sie auch relativ schnell eine Antwort, das klappt meist ganz gut. Wenn Sie sich gerade Heiligabend machen und dann da Heiligabend abends noch, bitte? Silvester oder so, nicht? Das. Ja, da ist eh alles verstopft, da können Sie ruhig eine E-Mail schicken um 0:01.
Ja, die Idee ist jetzt aber nicht, dass sie einfach nur länger warten, bis sie mit der letzten, mit ja, in den letzten zwei Tagen anfangen zu lernen. Ne? Zwei Wochen. Zwei Tagen. Ja. Dann hätten sie noch ein bisschen, hätten sie noch ein bisschen Zeit, ja. Die spannende Frage ist, ob sie es jemals annähernd gekonnt haben. So, also wir können jetzt auch gerne noch eine Aufgabe rechnen, wenn Sie noch eine sehen möchten nochmal oder so. Ansonsten haben wir wieder Philosophiestunde, was mit Kamera so eine Sache ist. Also die Felder-Klausur ist prinzipiell, oder nee, die Felder-Vorlesung ist prinzipiell so, dass ja, wir sind an dem Punkt, jeder E-Techniker muss das gehört haben und muss davon auch ein bisschen Verständnis haben. Die wenigsten E-Techniker brauchen das hinterher im täglichen Leben wirklich. So, also, dass sie das wirklich rechnen können müssen und damit rechnen können müssen. Und wenn sie es heutzutage brauchen, dann haben sie meist irgendwelche Feldsimulatoren, also Werkzeuge, mit denen sie da umgehen können. Natürlich müssen sie dann, aber die Übung kriegen sie dann natürlich auch, wenn sie öfter damit umgehen, müssen sie die Felder bewerten können. Also kann das sein oder kann das nicht sein oder so. Wofür bräuchte man sowas vielleicht? Vielleicht mal um eine Abschätzung, wie sollte ich den Kindergarten jetzt wirklich unter der Hochspannungsleitung bauen? Welche Stromdichte ist von einem Blitzableiter abzuleiten? Wie groß muss der Leitungsquerschnitt sein oder darf der Leitungsquerschnitt sein? Welches Drehmoment schafft die elektrische Maschine wann und warum ist das so? Also so ein Gefühl dafür, dass Sie das im Einzelnen nochmal wieder so durchrechnen. Und die ganzen Dinge, die wir hier gerechnet haben, sind ja auch alle viel zu ungenau dafür. Und zwar nicht, weil wir ungenau gerechnet haben, das die Rechnung ist schon alles richtig. Nur die Modellbildung ist natürlich sehr... Der Motor ist eben nicht ein wirklich gleichförmiges magnetisches Feld, in der sich eine unendlich ausgedehnte Spule bewegt. Der ist eben nicht so. Und wenn Sie, so können Sie natürlich einen Motor bauen und der dreht sich auch, aber der ist nicht effektiv. Und wenn Sie heutzutage einen Elektromotor bauen, dann sieht der anders aus. Dann ist der irgendwie platt gedrückt und nicht so lang. Also zum Beispiel mal so ein Radnabenmotor für E-Mobility oder so. So, und dann haben Sie natürlich mit den Streufeldern sehr, sehr viel mehr zu kämpfen, als wir das hier gehabt haben, weil bei uns gab es die gar nicht. Und wenn Sie den effektiv machen wollen und schnell machen wollen, dann müssen Sie natürlich die alle mit einbeziehen. Das schaffen Sie aber nicht mehr. So mit Hand am Arm und hier so ein bisschen an der Tafel gemale. Sondern das schaffen Sie natürlich nur, wenn Sie die entsprechenden Feldberechnungsprogramme verwenden. Aber trotzdem, natürlich müssen Sie da wissen, was ist eine magnetische Feldstärke, was ist ein magnetischer Fluss, was ist eine magnetische Flussdichte und wie ist der Zusammenhang zwischen beiden, insbesondere wenn ich mit Materialien arbeite, weil sie nämlich zwangsläufig für einen Elektromotor, wenn der einigermaßen vernünftig funktionieren soll, natürlich einen Eisenkern brauchen. So, und da muss man natürlich ein Verständnis dafür haben, in welchem Bereich muss ich den denn betreiben. Ist das so sinnvoll, den Eisenkern völlig in die Sättigung zu fahren? Und an welcher Stelle betreibe ich ihn am besten? So. Das Gefühl muss man natürlich mal entwickeln und das Verständnis muss man auch haben. So, wie ist das mit der Durchschlagfeldstärke? Wann erreiche ich die und wie verteilt sich das Feld in so einem Kondensator, wenn da mal was leer läuft oder sowas? Oder wenn Sie irgendwelche Sensoren haben, die Sie irgendwo in einen exgeschützten, also explosionsgeschützten Raum reinbringen wollen, was darf ich denn da maximal machen? Welche Spannung darf da maximal sein? Wie viel Energie? Klar gibt es dafür Normen. So, aber die muss man auch irgendwie verstanden haben. Wie dick muss eine Leiterbahn sein? Also das sind ja alles so Dinge, die eigentlich auf diese Vorlesung zurückgehen. Ja, aber auch die Norm muss man verstehen können. Und in der Norm steht dann auch drin, das elektrische Feld darf nicht größer oder die Durchschlagfeldstärke darf nicht und so weiter. Ne? Und dann müssen Sie wenigstens wissen, was ist denn da die Nomenklatur? Und das werden die Ingenieure auch noch können, wenn sie in dem Bereich so einigermaßen arbeiten. Dass Sie hier jetzt irgendwelche Felder, irgendwie das Feld des Kugelkondensators ausrechnen können, geschweige denn auch noch vielleicht aus dem Kopf wissen, wie groß das Volumen einer Kugel. Sei mal dahingestellt. Also weiß ich da aus dem Kopf auch nicht. Also wenn ich jetzt nicht gerade diese Vorlesung mache. Also jetzt weiß ich es natürlich, 4 Drittel Pi r hoch 3. So, aber das ist nicht zwangsläufig so, dass man das wissen muss.
oder dass man das immer weiß, wenn man das lange nicht gemacht hat. Dafür wissen sie andere Sachen. Gut, weitere Fragen? Also wird es machbar. Also ja, diese Klausur ist auch ganz bewusst von mir, wird die so designt, dass sie das bestehen können. Das ist der Plan. Das mit der Durchfallquote haben wir gehabt. Jetzt entspannt euch nicht zu sehr. Es setzt auch voraus, also dass man nicht durchfällt, setzt voraus, dass man sich vorher mit dem Thema beschäftigt hat. Ne? Das ist schon so. Wenn Sie jetzt hier so einfach sagen, pff, ich vergesse mal, was das Kugelvolumen ist, was steht hier in der Formelsammlung und wie man damit umgeht auch und die ganzen Symmetriesachen und Verschiebungsflussdichte und elektrische Feldstärke habe ich noch nie auseinanderhalten können, dann sind Sie dann doch verkehrt. Ne? Und was wichtig ist, wir haben ja an einigen Stellen auch einfach solche Rezepte gemacht. Ne? Wenn du die Kapazität ausrechnen willst, dann nimmst du erstmal eine Ladung an. Aus der Ladung berechnest du die Verschiebungsflussdichte, das elektrische Feld, die Spannung und dann teilst du es durcheinander und dann kriegst C raus. So etwa war das Vorgehen. Ne? So, das steht in der Formelsammlung nicht drin. Das sollten Sie dann schon wissen. So, für den elektrischen Strom nimmt man erstmal eine Stromdichte an, aus der Stromdichte, für den elektrischen Widerstand nimmt man eine Stromdichte an. Aus der Stromdichte kann man einen Strom ausrechnen. Aus der Stromdichte kann man das elektrische Feld ausrechnen. Aus dem elektrischen Feld kann man die Spannung ausrechnen. Wenn wir die Spannung haben und den Strom, dann können wir das beides durcheinander teilen, dann haben wir den Widerstand. So, das war ja das Vorgehen, ne? Und das, was man sicherlich da aus dem Bauch heraus einfach mal dann akzeptieren muss, ist, dass man einfach mal eine Stromdichte oder einen Strom einfach erstmal annimmt, um damit zu rechnen. Und man muss sich dann nicht die ganze Aufgabe über damit beschäftigen, ob das auch wirklich wegfällt oder nicht oder so. Das wird es dann schon tun. Ansonsten steht man sich selber nur im Weg. Für die Induktivität ist es was Ähnliches. Sie nehmen einfach einen Strom an. Aus dem Strom ergibt sich ein Magnetfeld. Aus dem Magnetfeld ergibt sich ein Fluss und wenn Sie dann hinterher, wir haben es ja gar nicht so gemacht, wenn Sie den Fluss durch den Strom teilen, haben Sie die Induktivität, zumindest die Selbstinduktivität, fertig. Gut. Weitere Fragen? Gucken wir uns nochmal eins an, was nicht drankommt, aber nochmal als Vertiefung dienen sollte. Machen wir nochmal kurz. Die Aufgabe ist nämlich eigentlich ganz educational. Machen wir nochmal und dann machen wir Schluss. Auch dann wahrscheinlich ein bisschen früher als im Plan steht, weil auf die letzten 10 Minuten kommt es da vielleicht auch nicht an. So, Magnetfeld im Inneren und Äußeren eines Leiters im Wechselstromfall. Ich habe wieder vereinfachend. Eigentlich ist es nämlich eine Bessel-Funktion, die hier diese Kurve da zeigen soll. Ich habe einfach eine E-Funktion angenommen als Näherung, weil mit der Bessel-Funktion jetzt agieren und die integrieren und so ist dann doch eine Herausforderung, zumal dann die Bessel-Funktion Ihnen wahrscheinlich im Wege steht, so bauchmäßig. Was soll das sein und so. Also das ist jetzt ein exponentieller Verlauf nach oben. Ich sagte ja schon, aufgrund der Stromverdrängung und dann eigentlich auch der Selbstinduktion, führt es dazu, dass der Strom, die Stromdichte, sich an den Rand drängen lässt und aus der Mitte rauskommt. So, das ist hier jetzt gezeigt. Für einen relativ extremen Fall kann man auch weniger extrem machen. Und das war die gegebene Stromverteilung. Da ein J0 mal R hoch R, I mal E hoch R durch Delta. Okay, so. Wir gehen genauso vor, wie ich es eben gesagt habe. Sie brauchen hier, das hatte ich noch nicht gesagt. Wenn Sie das Feld außerhalb dieses Leiters haben wollen, dann haben wir hier, rechnen wir hier zunächst mal den gesamten Strom aus. Und das ist eigentlich nur die Integration über die Stromdichte hier. Das ist das Entscheidende an der Stelle, worauf man achten muss, dass man hier über das richtige Flächenelement integriert. Das ist natürlich einmal das Radiale, nach außen gehend, und dann auch natürlich auch noch das
azimutale, also das in vier Richtungen gehend. Nur muss man dafür sorgen, dass wenn je weiter im Außen man ist, desto länger wird so ein Winkelschritt. Ne? Also ein Grad in einem Meter Abstand vom Ursprung ist halt nicht so viel. Und wenn ich 10 Meter weiter bin, ist es eben 10-mal so viel. Muss ich einen 10-mal so großen Schritt machen, weil der Winkel ja weiter dreht. Das drückt das hier aus. So, das aufintegriert, die Integration über Phi macht nur das 2Pi. Und das ist dann eben das, was für das E-Funktion da rauskommt. Das ist einfach nur die Integration gewesen, die noch nicht einmal in der Tabelle drin steht. Und daraus können wir auch sofort hier den Außenraum ausrechnen. Das ist zunächst mal das hier im Außenraum. Ja. Also einfach nur den Strom einsetzen und dann das übliche I durch 2. Es spielt keine Rolle, wie der Strom verteilt ist, solange er nur zylindersymmetrisch verteilt ist, ist das Magnetfeld einfach nur der umschlossene Strom. Das ist der entscheidende Satz, aber er ist zylindersymmetrisch verteilt. Im Innenraum haben wir das ein bisschen anders. Da müssen wir tatsächlich ausrechnen, wie viel Strom wirklich umschlossen ist. Und das wird natürlich zunehmend mehr, je weiter wir nach außen gehen. Und es wird sogar zunehmend exponentiell mehr, je weiter wir nach außen gehen. Das heißt, da taucht eigentlich das da, was wir hier schon hatten, nochmal auf. Da in der Integration. Und wir kriegen diese Verteilung hier raus, sodass der Strom da, das Magnetfeld, die magnetische Feldstärke hier sehr schnell ansteigt bis zu einem Punkt und dann fällt es genauso ab, wie das eben sein würde, wenn Sie einfach nur den Strom I gleich verteilt über dem Leiter hätten. Im Vergleich dazu zeige ich nochmal, was denn passieren würde, wenn wir eben diese Stromverdrängung nicht hätten, sondern wenn wir tatsächlich eine gleichförmige Verteilung des Stromes hätten. Das ist im oberen der Fall. Da steigt das Magnetfeld im Inneren des Leiters zunächst linear an. Hier ist das ja so eine Exponentialfunktion. Dann fällt es aber auch wieder so ab wie da. Die Skalierung ist hier eine andere. Hier ist einfach mehr Strom geflossen als da oben. Das ist der einzige Unterschied. Ja, also Außenraum, das ist, glaube ich, das, was man so innerlich verstehen muss. Da kann man sich darauf verlassen, dass der Durchflutungssatz gilt. Und solange es eben eine wirklich zylindersymmetrische Stromverteilung ist, müssen Sie nur einmal im Kreis drumherum laufen und das Ding zählen, wie viel Strom das ist, durch 2π den Radius, auf dem Sie gelaufen sind, teilen und dann ist gut. Wenn Sie drinnen sind, kommt es aber darauf an, wie genau verteilt. Also hier steigt es vorne langsamer an und dann umso schneller. Gut. Immer noch keine Fragen. Wenn immer noch nicht, dann will ich Sie aber jetzt auch nicht hier bis in die letzte Minute mit Feldern quälen. Dann bereiten Sie sich gut darauf vor. Ich schicke Ihnen heute nochmal eine komplette Liste der Links zu den Videos rum. Da habe ich die letzten Wochen, da habe ich zwar immer hochgeladen, aber glaube ich keine Links rumgeschickt. Wenn das einen interessiert hätte, hätte er sich gemeldet, war so meine These. Heute gibt es das aber nochmal insgesamt und da sind dann auch alle dabei. So. In diesem Sinne wünsche ich gutes Gelingen und bis heute Nachmittag.